Cobwebs? Nein, Pumpkin. Aber du kannst eine Shears mit Silk Touch machen. Dann kannst du die abbauen. Aber wir brauchen ja irgendwie noch Qualm mit der aus dieser Steampunk-Fabrik. Silkiges Touch, ja, dafür gibt es Steamer. Gib mal ja. Smoker. Achso, na gut. Oder Smoker. Ja, ich weiß schon, wie bei der Westernstadt. Ja, ja, blablabla. Genau. Blablabla, Eierkäse und hast du nicht gesehen. So. Eierkäse. Oh, Die ganze Front muss noch gebaut werden, Blaze, ne? Ist so ein bisschen Blaze, machst du mir jetzt eigentlich eine Axt oder was hast du das jetzt vor? Ja, bin schon am Weg. Kommt sofort. Das ist super. Ja, dreh dich mal um 180 Grad, dann weißt du Bescheid, ne? Dann muss ich kotzen. Mr. Hose. Wow! Einfach Coke gut. Army of Coke Ovenness. Bei McDonald's gibt es Schalkerblut. Was? Ich kenne es nur von Bayern, aber ist egal. Ach, ich bin halt Dortmund-Fan, dann kann ich gegen Schalke. Jetzt habe ich 20 Abonnenten weniger. Selber schuld. Ja, bitteschön. Lass doch das Huhn! Wo hast du das Huhn? Ich hasse Hühner. Ich beschmeiß dich mit Dreck. Das ist 100 weniger. Warum liegt denn das da, wenn ich das da hinschmeiße? Ist doch egal. Also, ich meine ja nur so, wir sind alle braun. Alter, gib meine Axt her! Die kommt ja vorbei und klaut meine Axt. Gib mir die Axt jetzt her. Ich hab keine Angst. Natürlich hast du die. Ach, die liegt doch hier. Wieso liegt die wieder hier? Wieso kann ich... Entschuldigung. Wieso kann ich die nicht aufheben, die Axt? Weil die an einer anderen Stelle liegt. Geh mal ein bisschen hinter dir, so da in dem Kreis rum, in der Ecke da hier. Warte, ich mach hier anders. Wir haben schon die erste. Ich pack das in die genau Kiste. Hier. Dings und nee, ich pack die hier in die Kiste. Das ist schon ja, wieder... Ja, wir brauchen halt Liquid Dings Notes da. Bla. Ah, Axt. Liquid Transfer Notes. Oh, erstmal ins Bett gehen. Dann können wir nämlich einen Tank noch mit. Hier, ne? Aber die Axt. Die liegt immer noch da. Ich weiß es. Ja. Die liegt immer noch da. Wohin? Wir müssen hier ein Stück rüber. Das ist die Ghost-Axt. Ja, lass mal bitte wirklich. Die Nacht alle bitte nicht schlafen lassen. Gehen, ja? Nicht schlafen gehen. Wie nicht schlafen gehen? Das geht aber nicht. Jetzt Schleims farmen. Noch einmal hauen, ich hau zurück. Hey, du haust du mir nochmal? Hau ich zurück, ey. Aber voll. Wie macht man eigentlich bei diesem Carpenter-Bett eine Bettdecke? Hallo? Lass gucken. Oh ja, stimmt, hier. Was? Ich hab nicht zugehört, was? Oh nein, wie macht man bei diesen Entities? Was? Wie macht man bei dem Carpenter-Bett eine Bettdecke? Oh, wieder gehauen. Wie bei, was macht man da? Wie macht man ja, komm, bitte schleppt euch. Kommt. Jedes Mal, wenn du das Wichtigste sagst, redet jemand anders. Hier liegt noch ein Excavator. Die Bettdecke, oder? Carpenters Bett, genau. Wie macht man die? Einfach in NEI nachgucken und dann mit dem Hammer rechts klicken. Warum dürfen wir jetzt eigentlich nicht schlafen, Base? Ich weiß es nicht, voll langweilig. Ja. Weil wir Schleime farmen müssen, ihr Pissnasen! No. Ja, komm! Gesagt. Gib aber mir noch mehr Namen! Hier lass es raus! Hier spawnt gleich alles! Ja, ja. Mir egal, wenn hier ein Creeper hochgeht. Aufzustellen. Fucking, das kenne ich nicht. Oder zu lernen, wie man in Minecraft mit einem Schwert umgeht. Wäre auch eine Option. Das kann ich auch nicht. Dann verreckt halt, bleibt ja dann. Ich hab noch 7 Fackeln, stell ich mal hier auf. Ey, überall liegen hier Tools rum, ne? Rum. Wir haben einen Excavator. Da vorne noch eine Axt. Wir haben hier Schleims. Ich kümmere mich um den Rest hier ringsrum. Ich hab noch Kohle. Hallo, Schleim. Creeper hinter dir. Hinter mir? Lass meine Schleimsäcke in Ruhe, du Creeper. 5 Stück aus einem Schleim. Awesome. Die 5 Stück reichen, wir können zurückgehen. Reicht es uns echt schon? Ja. Okay. Hier, Gast. Ihr dürft jetzt. Könntest du mal dieses Ding hier, wenn ihr wollt, mit solchen machen. Blöcken wie das hier ist, an das Rohr anschließen? So eine schöne, richtig schöne krumme Biegung hier hin. Das hast du eine krumme Biegung in Minecraft. Ich war da schon immer unbegabt, tut mir leid. Was denn? Du hast doch schon Räder gebaut, Adam. Hier, versuch mal dein Glück. Räder in Minecraft sind ja auch. Warum baust du jetzt die Dinger hier oben? Sieht doch gut so aus. Was ist das hier? Wo müssen wir hin? Ach, da oben. Ach, Kupfer, ja, alles so, awesome. Ach so, oh ja. Das ist Original Kupfer von Louis Definesse. Kopper. Was? Nein. Oh, doch! Louis Definé? Yes. Louis wer? Louis Definé. Hey, Louis! Achso, ich wollte die Wände fertig bauen, ne? Da war ja was. No, das will sonst wir. Keiner schlafen gehen jetzt. Ihr habt gesagt, wir dürfen nicht. Wir haben gesagt, jetzt was habt wir ihr heute fertig. Alle so Keuchhusten? Ja, den hat Russer immer. Sind die hier irgendwas effektiv machen? Das ist Keuchhusten. Der ist ganz schön teuer. Und etwas fischig, oder? Oh ah. Also ohne Sch. Okay. Ohne Sch. Der Keuchhusten. Die sehr geil. Dann schlafen gehen wir. So ungefähr. Ich lieg im Bett. Aber ich bin zu warm. Ich mach nur die Außenräder aus Kupfer. Machst du so wie mit dem Goldhaufen? Wir haben jetzt genug.
Bap, bap. Einfach holen. Bap. Das ist schon 4. 3, 3, 9. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. Yeah, wir haben eine Blastfonaze. Sehr schön. Darum mache ich ja drüben auch gerade Dings, ne? Coke-Coal. Coke, genau. Wie auch immer. Coke-Coal, ja. Koks-Coal. You know what I mean. Soll ich Blocks of Iron reintun oder soll ich gleich normale Barren erstmal? Nee, Blocks, komm, gib ihm. Aber du brauchst halt genug Koks dafür, ne? Ja. das Koks heißt der Drache bei Kokos, bei Ritter Ross. So. Ich sehe nicht Kokos? Nein. Koks heißt der. Oh ja, wir haben ganz schön. Dadurch, dass du Koks gleich hier gemacht hast, was ich übrigens sehr optimal finde, haben wir gut Cold Coke, um hier unseren Coke? Ofen zu befeuern. Das war Sinn der Sache. Ich habe auch ganz viel Kohle schon mitgebracht. Also BL-Ast-Furnes. Ich will nicht mal noch irgendwer pennen gehen, bitte. Was sagen, aber... Naja, ausnahmsweise. Mach was, Gast. Ich liege auch gerne eine komplette Folge einfach im Bett, aber... Ja, kannst du ja ein Thema erzählen oder eine gute Nachtgeschichte vorlesen? Oder? Warte, ich komme mit schlafen, nachdem ich jetzt sehr effizient hier alles fertig gemacht habe. Effizient Hampe. WG. Hose, kennst effizient du das Buch Der Weg war umsonst? Halt's Maul. Halt einfach die Füße. Musst du in der Schule mal bringen bei einer Buchvorstellung. Welches Buch hast du vorgestellt? Ja, kommst du mal her, ich will Ihnen das privat sagen. Kommt der Lehrer her, dann sagst du, der Weg war umsonst. Ich glaube, da hagelt's den ersten Verweis, ne? Ja, es war nicht mein erster, aber ja. Es war einer. Ich hab die Scheißdinger in der Schule gehasst. Aber das Schöne ist, wenn man es irgendwann selber unterschreiben konnte. Nee, bei uns war das anders. Du hast irgendwie... Also es gab irgendwie Klassenbucheinträge. Das waren die normalen Verweise. Und dann gab es die Rektoratsverweise. Da gab es 3 und du bist raus. Was heißt denn raus? Ich hab ja pro Jahr 3. Wie soll das denn gehen? Nein, man kann dich ja nicht aus der Schule rausschmeißen. Natürlich kann ich aus der Schule rausschmeißen. Also bei uns gab's, wir durften uns 3 Verweise pro Jahr erlauben, pro Schuljahr. Ja, bei uns war insgesamt 3 und dann warst du aus. Oh mein Gott, die sehen ja richtig geil aus. Ja, dann musst du nicht mit zur Schule oder was? Das kann doch nicht funktionieren. So. Ja, doch, Schulwechsel. Doch, dann musst du eine andere Schule halt besuchen. Ja, und dann machst du das Gleiche und irgendwann gibt's keine Schule mehr oder was? Ja. Ja, ey, wenn du in jeder Schule, die in der Nähe ist, das Gleiche machst, dann bist du irgendwann 30 und dann ist es. Du musst umziehen. Du musst es nur schneller machen, wenn ihr so lange braucht dafür. Da kann ich auch nichts zu. Ich habe nicht so lange dafür gebraucht. Ich habe in der 5. und 6. Klasse insgesamt, glaube ich, 300 Klassenbucheinträge gesammelt und 3 Direktoratsverweise. Und dann haben sie gesagt, entweder du überspringst jetzt und bist gut, weil du unterfordert bist, oder du fliegst. Nein, unterfordert. Okay. Ich glaube, ich habe nie einen Klassenbucheintrag gekriegt. Habe ich irgendwas falsch gemacht, ne? Streber. Nein, nicht Streber. Das waren einfach mal die Loser, die nichts Cooles gemacht haben. Ah ja, genau. Ein paar kann sein, dass wir einfach unsere Lehrer so fertig gemacht haben, dass sie sich nicht getraut haben, was reinzuschreiben. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Kann auch sein, dass wir die Sachen aus dem Klassenbuch einfach wieder rausgestrichen haben. Das habe ich immer gemacht. Ich habe dann immer gesagt, selbstverständlich kann ich den Einband reparieren. Bei uns sind die Klassenbücher verschwunden. Erstmal welche. Ja, ich wollte auch gerade sagen. Eins habe ich aus Versehen verloren und dann. Und ich war diejenige, die darauf aufgepasst hat und dann waren sie plötzlich. Eure Kanonen sehr, sehr awesome. Die Haubitzen von Paul. Hast du gut gemacht. Aus dem Haubitzen. Was machen wir jetzt eigentlich hier für eine Wand rein? Vorne? Boah. Ja. Vorne, was hältst du von den dunklen hier, diese hier? Zu dunkel oder wenn wir die mischen mit den anderen hellen vielleicht? Also dass wir zum Beispiel dass wir so 2 breit, also quasi so bis ganz oben an die Decke, die dunklen nehmen und dann 1 versetzt, also warte. Das sieht aus wie ein Totenkreuz. Zum Beispiel die hellen nehmen. Also die ja, also was machen die Dinger? Factory Blocks mit Chisel. Sind noch haufenweise in der Kiste. Hier hinten. Yes! Den kann ich auch anbieten. Tafel ist reinforced. Und sieht jetzt aus wie die Unterlippe, die unter einer Walze war. Biegung übrigens auch sehr biegelig, habe ich gehört. Sieht gar nicht aus wie ein Totenkreuz von der Seite hier. Was? Wo wäre was vor? Was denn? Sieht aus wie ein Totenkreuz. Das sieht aus wie ein. Mach doch hier hinten so. Noch. Du musst hinten noch ein bisschen biegiger sein. Weil hier? So ist es eher eckig. Mach doch da noch irgendwie die so hier noch oder so. Ist das hier akzeptabel, Leute? Nope. Wo bist du denn? Ich hab's mir nicht gesehen, aber ich sag einfach mal nein. Ja, cool aus. Ja. Da kann man, ich dachte, hier wäre nichts, ne? Da war es ja. Damals gab's ja gar keine, weiß ich nicht, Duschen oder sowas, sondern sind die einfach hier drüber gelaufen, zack, war der Dreck unten, wo er hingehört, bei den Arbeitern.
Wahrscheinlich eher oben, weil der ganze Dampf von unten aufgestiegen ist. Achso, meinst du, die haben sich hier auf den Rücken hingelegt und haben sich erstmal so hier drauf geschrubbt, so. Wie so eine Käsereibe. Die Arbeiter unten haben sich gewundert, warum der ganze Dreck herkommt. So, und Fußkäsereibe. Was wir jetzt bauen, ist ein großer Tank. Und zwar ein, so hier, ne? Meinst du einen Raycraft-Tank oder was? Ja, und... Ja, oder wir nehmen halt Open-Block-Tanks, aber... Nein, die verursachen unheimlich viel Lag. Wieso? Die Open-Block-Tanks sind geil. Und dann bauen wir einen großen Tank erstmal fürs Creosote-Oil. Und das leiten wir quasi dann hier so rüber, ne? Also den Tank dann hier so hin und ja... Okay. Wir müssen einen Haufen Eisen rollen. Ja, ich bin auf dem Weg. Ich schmeiß dann mal wieder die... Ich bin jetzt wieder ansprechbar. Hast du noch genug Eisen da, oder? Ja, ich habe die ganzen Eisenblöcke, die wir hatten, mitgenommen. Gut, na dann, gib ihm. Ordentlich. Oh, haben wir noch genug Eisen? Ich weiß ja nicht. Ja, wir haben noch ein bisschen Eisen. So, gucken wir mal. Wir haben noch genug. Okay. Wir können natürlich auch Stahltanks benutzen, aber ich glaube, das ist ein bisschen aufwendig. Erstmal Eisentanks. Ja, ich wollte gerade sagen, Eisen reicht im Normalfall. Also, da war irgendwie klar. Vielleicht machen wir jetzt vorne die Wand. Wie machen wir die? Genauso? Welche Farbe nehmen wir denn da? Dann kann ich schon mal anfangen zu farmen für die Farbe. Base? Was? Ja. Vorne die Wand. Ich probiere da gerade was. Achso. Oh, es geht los. Wir steamen und wir sind voll Punkrocker. Deswegen sind wir hier Steampunk. So funktioniert das. Könntest ja noch mehr. Das war der schlechteste Witz über dieses. Bau doch noch hier eine Maschine hin und. Ja, warte. Oben eine rauf oder so. Na, das Problem ist, du musst halt die alle mit Wasser versorgen und ich brauche dann ein Speed-Upgrade für die Transfer-Node. Die kann nicht so schnell. Warte, ich guck mal, was die kosten. Guck mal gerade, ob die. Ja. Boah, ich richtig Redstone-Blocks, ich gehe rüber und hol. Okay. Ein paar Speed-Upgrades. Müsste eigentlich fast noch eins weiter rein. Reichen dir 16? 16 Speed-Upgrades? Ja, locker. Das muss auf jeden Fall so. Brauchen wir nicht auch einen Upgrade für Nein. Ja, hier. Nein. Weltinteraktions-Upgrade oder so? Das ist schon drin, sonst würde gar kein Wasser raus. Deshalb hatte ich mich schon gewundert. Nein. So. All die Fräse. Nein. Weil also wenn die auf voller Leistung laufen, produziert eine von denen 20 RF, dann geht das sehr, sehr schnell. Nein. Wir müssen halt aufpassen, dass die nicht zu viel Leistung produzieren, denn sonst explodieren die. Nein. Doch, du hast die Klappe. Oh, der Herr Hose hat was im Wiki nachgelesen. Nein, das ist perfekt. Was sind das hier für Blöcke, die du hier, die hier? Das sind die Factory Blocks. Ne, haben wir davon noch welche? Ich hab noch massig. Welche, ja. Nein. Massig? In den Kisten. Oh, in welchen Kisten? Ja, vorne. Warte, ich hab. Da sind drei Kisten genau da vorne. Die weiter hinten. Die müssen noch genug haben. Müssen wir da einen dran, obwohl, da können wir vielleicht so einen Einen. Boah, hier wird man ja mit Eiern zugeschissen. Kein Wunder, dass hier ein Leck existiert. Ich sehe keine Factory Blocks. Der ist erst zu kurz und das deswegen kann gar nicht. Viele haben wir nicht mehr. Töten. So viele Hühner haben wir gar nicht. Factory Blocks sind einfach zu machen. Das sind nur zwei Stacks, ich brauche mindestens 7 Stacks oder so. Dann bau dir doch mal. Was macht man hier aus Eisen? Factory Rocks, ja, Eisen. Eisen und Smooth Stone. Ich will nur gerade probieren, ob das aussieht, wenn ich die hier reinpacke. Ich hoffe, das sind ja andere. Ach nee, die sehen so nippelig aus, weil sie da nicht verbunden sind. Ungeschisselt sind. Die sind nicht gechiselt. Deswegen. Ach, ihr habt noch geschisselte oder was? Oh. Ja, natürlich. Warten, hier. Aber was die Metal Plate? 2 Millionen Folgen. Da liegt ein. Ich hab eine Schüssel. Hast du, Sebi? Ja. Du meintest, du brauchst Eisenplatten, ne? Wir haben 44 Iron Plates. Schon. Nice. Oh, warte mal. Sieht gut aus. 44 Iron Plates gefällt mir. Geh mal immer wieder die Kokskohle nachfüllen. Me gusta. Me no me gusta habla, señore. So. Irgendwas. Rusty, Rusty Metal Plate, ne? Wie sind die? So. Oh. Aha. Oh mein Gott, ja, wir können locker schon den Tank bauen. Sebi, wenn Dann du Glas bauen großen, bauen richtig großen. Wenn du Glas mitbringst. Glas ist schon da. So Glas ist schon da. Glas ist schon da. Wo ist denn Lars, wenn der schon da ist? Glas, das hab ich noch. Komm, ich bring's dir liegt runter. Liegt auch in der Kiste irgendwo. Ich bring's runter. Thanks you very much. Ich hab auch noch Glas dabei. Der kleine Gast ist klar am Arbeiten. Oder sieht das aus? Kann man das so machen in der Wand? 5 Euro am Tag. 5 Euro am Tag werden dir das erzählt. 1 Euro am Tag, wir wollen ja nicht übertreiben. Ich wollte gerade sagen. Oh, jetzt habe ich zu viele gebaut. Ich habe 32 Speed-Upgrades gebaut. Wir müssen uns ja langsam an chinesische Verhältnisse ranhalten. Das reicht auch. So, dann machen wir mal hier. So. Haben wir noch Carpenter?
Willst du auch. Wieso zeigt mir das Rezept für die Factory Blocks nicht an? Lars, die Sau? Iron Tanks? Ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Die Sau! Mach mal Brother? Die Max. Was ist die Maximalgröße? Keine Ahnung. 64, glaube ich. Warte, nee, die haben 7x7 oder so, acht, oder? Ja, 7x7x7 ist die allergrößte Größe, glaube ich. Ja, dann mach mal 5x5x7, oder? Um das Rezept für die Factory musst du den Originalblock zu nehmen. I have no idea. Ich sehe es gerade. Ist ja voll schisselig. Ja. Ja, 5x. Oh, nee, es geht inzwischen 9x9x8. Das ist ja fies. Okay. Machen wir halt das. Ich habe für dich auf jeden Fall die Materialien, die du dafür brauchst. Sehr gut, ich bin on the way back. Mit Speed Upgrades und so in der Tasche. Very much. Dann tauschen wir einfach aus. Ich gebe dir die Iron Tank Valves, Iron Tank Wall und Iron Tank genau. Gauges. Achso, Moment, ich brauch noch schwarze Farbe. Ich wollte den schwarz färben. Irgendwer von euch noch Inventorians Carpenter? Was haben wir noch? Was? Carpenter Blocks? Achso. Ja, bestimmt irgendwo. Nee, ich nicht. Ich habe 7 Stück. Reicht das? Nicht wirklich. Hatten wir schon irgendwo schwarze Farbe überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Wir hatten doch.